Boah, habe ich lange nicht mehr gemacht, ne? Das Licht ist ganz gut. Ah, fein. So. Ach, irgendwie habe ich Magen, ey. So, einen wunderschönen guten Tag auf Dragon Audio und ja. Es gibt mal wieder eine Veranstaltung. Zum Glück mal. So. Und zwar, ich habe hier mal ein bisschen was aufgebaut. Lieben Dank nochmal an die ganzen lieben, netten Kollegen, die mir hier bei diesem Aufbau hier in dieser kleinen Halle geholfen haben. Wir sind in der Schützenhalle hier in meinem Dorf. Wir feiern heute den 18. Geburtstag von meinem Nachbarn. Und daraufhin habe ich hier so ein bisschen was programmiert und hin und her, kann ich euch natürlich zeigen. Die ganzen Lightshows, die nehme ich jetzt auf, die gibt es separat nochmal, dass ihr euch die angucken könnt. Ne? Für die Leute, die heute Abend hier reinkommen, jetzt auch, wenn der DJ dann nachher anfängt, auch ein bisschen was zu gucken hat. Ne? So. Ja, ich stelle die Kamera mal hin. Ach komm, ich zeige euch noch mal so ein bisschen. Ne? Ihr seid ja immer so interessiert daran. Ja, haben sie mir auch aufgehangen. Total nett. So, wir haben heute ein paar Nebelmaschinen. Wir haben zwei Anlagen. Einmal die sekundäre hier, die ich schon mal auf dem Schiff mit hatte in Saint-Louis, wo die Franzosen unten drin waren und ich oben drauf. Ja, ansonsten ein bisschen overpowered, ein bisschen oversized für diesen Raum hier. Sollten ungefähr 100 Leute heute kommen in etwa. Gehen wir von aus. Weiß ich nicht. Gucken wir. Ja, oben 8 Cameos, wie man sehen kann. Hier unten dann 17R, 3R. Hier meine Bühne, Traverse, F34 Global natürlich. Yamaha. Ja, ich wollte die eigentlich mono aufstellen, die Bässe. Da habe ich ein... Oh, wie bläst der Wind? Weil der Lüfter mir kaputt gegangen ist von diesem tollen Phaser, von dem vierten Phaser. Ja, also am Beamset nochmal, vielleicht verbaut ihr nicht mal so einen Schrott, sondern legt nochmal 100 Euro drauf für das Produkt, dass die ganze Schrote vielleicht mal so einen Monat hält. Danke. So, oben dann Eurolight, Stroboskope, Laser... Laserworld, CS1000 an den Seiten, MK1 und MK2 wegen der Reparatur, Laserworld DS3000 aus der Diodenserie, Stairville SF1000, meine ich, heißt die. Ja, macht ein bisschen Nebel, aber geht sehr schnell wieder aus und naja, ist so lala. Sag ich so, wie es ist. Also ich, wenn ich ein Produkt kriege, dann sage ich mal eine offene und ehrliche Meinung darüber und rede nicht drumherum. So, in hier China, Vertical Fox, die sind sehr gut. Hier von AFX. Hier unten, warte. Da. Ja, mit Licht. Die sind neben meinen zwei NSF100 von Eurolight noch einen Tacken besser, noch einen Tacken kraftvoller, also deutlich kraftvoller, ja. Weil die NSF, die haben 850 Watt, gerade mal die Hälfte und die machen so, also wenn kein Wind und Wetter ist, so realistische 3-4 Meter und die machen halt das Doppelte. Also das, da ist schon richtig Qualm hinter. Ja, hier unter der Gase, Doppel-18er, Infill, meine zwei Top-Teile und hier das eine Chassis, was sie mir leider geschrottet haben. Auf einer gewissen Veranstaltung, ich sag nur Urbacher, weil da kriege ich immer so einen Kack im Hals. Ja, Kommandozentrale ist heute hier hinten. Da. Einmal Madrix muss ich gleich noch durchprogrammieren. Ein Universum Yamaha MG12, ein ganz normales, habe ich an der Subgruppe vom Behringer dran. So kann ich das besser steuern, weil die Subgruppen nämlich abhängig sind vom Eingangspegel, was mir der DJ nachher schickt. So, und wenn nachher Alkohol im Spiel ist, das ist ja auf jeder Party so, ne, brauchen wir nicht drüber quatschen. Dann reißen die schon mal das Mischpult hoch, so, und die Subgruppe, die kriegt dann den Eingangspegel. Und da ich hier ohne Limiter fahre, versuche ich das hier visuell halt über das MG12 zu limitieren. Ja, dass ich das immer so ein bisschen im Blick habe. Das wird also einfach nur durchgeschliffen an die sekundäre PA. Erste Sache hier, X32 ist natürlich für die Yamaha, beziehungsweise für Mikro, für... Labarababa, das muss ich gleich noch anschließen, kann ich auch mal sagen. Hier ist ein uraltes MB78 Beta von Thomann. Gibt es, glaube ich, so nicht mehr.
ist relativ günstig, hat eine gute Sprachqualität, ist so das günstige SM58. So. Ja, Laser, hier, Lichtshow und hier DMX-Control habe ich auch wieder am Start. Lass mich mal gucken. Hier Kommandobox, hier ja, habe ich ein bisschen was durchprogrammiert die letzten Tage. Und jo, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder, wenn es so langsam losgeht. 2 Stunden, warte mal, 17, 18, 19. Ja, 2 Stunden habe ich jetzt noch in etwa Zeit. Da mache ich hier noch so ein paar Feinheiten. Und ja, hoffe, dass dann der DJ dann nachher auch mal kommt. Der kommt eine Dreiviertelstunde vorher, Gott sei Dank. Also nicht kurz vor knapp wie bei anderen Veranstaltungen. Und ja, als Standard, ne? So. Wir sehen uns nachher, würde ich sagen, ne? Machen. Gut.
Oh.
Schön. So, die letzten Sachen sind drin. Raum ist whoopala, aufgeräumt soweit. Ja, ich bedanke mich noch mal ganz herzlich hier an die ganze Gemeinschaft. Deswegen mache ich das auch gerade hier draußen. Vielen lieben Dank. War echt ein schöner Tag. Konnte mich viel austauschen mit den ganzen Leuten. Auch mit dem DJ, ganz viele Leute sind angekommen, hier kann ich nicht irgendwas von dir lernen und so und hin und her. Also es war echt eine ganz andere Stimmung, ich sag mal, wie in diesem komischen, nicht komischen, aber halt ein anderes Flair wie in der Techno-Szene, wo ich halt sonst immer unterwegs bin. Ne? Ja, ich habe ja auch noch ein bisschen was geplant, also bleibt auf jeden Fall mal dran. Vielleicht sehen wir diesen Ort demnächst wieder. Wartet mal ab, ich habe noch so ein paar Ideen, aber es dauert noch ein bisschen. In dem Sinne, schönes Wochenende euch und nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass das alles hier wirklich supi abgelaufen ist und super geklappt hat.
Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.